Der ehemalige pakistanische Ministerpräsident Nawaz Sharif ist von einem Gericht des Landes wegen Korruption zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Außerdem muss der 68-Jährige umgerechnet rund 9 Millionen Euro Geldstrafe zahlen. Oppositionspolitiker hatten den derzeitig in London lebenden Sharif der Untreue und Geldwäsche bezichtigt. Dabei ging es vorrangig um die Finanzierung hochpreisiger Wohnungen in London durch Sharif und seine Kinder. Daraufhin wurde er im Sommer vergangenen Jahres vom obersten Gerichtshof Pakistans seines Amtes enthoben. Die 10-jährige Haftstrafe verhängte jetzt ein sogenanntes Rechenschaftsgericht, das die Korruptionsvorwürfe aufklären sollte. Sharifs Tochter Mariam wurde in dem Fall zu 7 Jahren Haft und knapp 2,3 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt.